Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Heute geht's um das stärkste Item im Spiel. Ich sehe gerade, da oben ist noch ein großes Irrlicht, die hole ich mir gleich. Und zwar geht's hierbei um den antiken Dolch. Der one-shottet jeden Gegner. Und ich zeige euch das gerade mal. Ich habe ein paar Gegner gefunden. Und wenn ihr diese Gegner von weitem weg mit einem antiken Dolch trefft, dann sind die einfach weg. Und weg ist er. Das geht bei jedem Gegner, der kein Bossgegner ist. Also sowas wie Phantom Garnon würde zum Beispiel nicht gehen. Aber sonst funktioniert jeder Gegner. Und ich zeige euch das Ganze mal anhand eines Leunens. Ich glaube, da wird es am interessantesten. Es gibt einen kleinen Nachteil an den Pfeilen. Und zwar lassen die Gegner dann kein Loot mehr fallen, weil die halt wirklich komplett ausradiert werden. Ist übrigens eine richtig schöne Hommage an Breath of the Wild. Dort gab es ja die antiken Pfeile. Und dieser antike Dolch, diese Pfeilspitze soll so ein bisschen daran erinnern. Finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Ich gehe einmal kurz zu den Leunen und dann sehen wir uns dort wieder. Wer die Arena nicht kennt, das hier ist die Leunen-Arena. Hier gibt es beim ersten Mal, wenn ihr das erste Mal hier hinkommt, in der schwimmenden Arena auch eine Maske zu gewinnen, wenn ihr alle drei besiegt. Vielleicht sollte ich auch einen Bogen ausstatten und tschö! Leunen, Leute. Wir reden hier von Leunen, ne? Das sind nicht irgendwelche Bockblins. Das ist der geile Scheiß. Ciao! Ja, also für die Arena ist das natürlich ganz cool, aber man kriegt halt keine die lassen halt keinen Loot droppen. Das ist halt ein bisschen schade. Aber für Leute, die vielleicht nicht den Loot wollen, sondern die Kiste, die es hier normalerweise gibt, für die ist das natürlich sehr, sehr gut. Tschö. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo kriegt man diese antiken Dolche? Und wieso lässt er mich nicht raus? Ah ja. Wo gibt es diese antiken Dolche? Da muss ich eine ganz kurze Spoilerwarnung aussprechen. Ja, man kann den Dolch auch bekommen durch eine Amiibo sehr selten und auch in der Overworld einmalig durch eine Truhe. Aber ich zeige euch den Weg, wo ihr den nachkaufen könnt, so oft wie ihr wollt. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt und noch nicht so weit in der Story sind, seid jetzt abschalten. Ihr müsst im Untergrund zum Geistertempel. Den Geistertempel löst ihr, wenn ihr die Hauptstory so weit durch habt, dass ihr quasi automatisch hier unten hinkommt. Ich will nicht zu viel Spoiler für die Leute, die jetzt noch dran sind. Spielt einfach die Hauptmission, ihr kommt hier automatisch hin. Führt gar keinen Weg dran vorbei, wenn ihr die Hauptmission habt. Geistertempel. Wenn ihr den durch habt, dann könnt ihr hier runter. Und dort vorne gibt es einen antiken Mitarbeiter. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinger heißen. Und die verkaufen euch antike Dolche für 50 Sonanium. Hier rechts, der ist das. Materialien von Relevanz, Minenkonstrukt. Wenn ihr dem 50 Sonanium gebt, dann bekommt ihr einen antiken Dolch. Ich habe gerade 3, sehr gut. Er wird sich wahrscheinlich anbieten, euch auch nochmal ganz kurz die beste Farm-Location zu zeigen. Und das ist hier die Schnecke. Startet hier, geht einmal komplett rum. Und ich verspreche euch, wenn ihr hier angekommen seid, habt ihr über 200 Sonanium. Mit den ganzen Gegnern und den ganzen Steinen, die dort sind. Ansonsten natürlich die Minen abfarmen. Und ja, hier gibt es den antiken Dolch. Bevor die Fragen in den Kommentarbereich kommen, diese Rüstung hier bekommt ihr, Spoiler, wenn ihr alle Schreine abgeschlossen habt, ganz automatisch in der Zitadelle der Zeit oder Tempel der Zeit. Das war ein kurzes, knackiges Video zu dem stärksten Item in Tears of the Kingdom. Damit kann man wirklich jeden Gegner easy one-shotten. Ist vielleicht für den einen oder anderen ganz gut, der vielleicht Probleme hat mit Leunen. Da spreche ich ganz doll ein paar Leute aus meiner Community an, die Probleme haben mit Leunen. Hiermit gibt es keine Ausreden mehr. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like und ein Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.